Tja. Simon, links. Ja. Ich sehe gar nicht so viele überraschte Gesichter, aber ich denke, wenn ich Ihnen jetzt sage oder euch sage, was wir in den letzten Stunden entschieden haben, wird es schon noch die eine oder andere Verwunderung geben. Also, wir haben nach wie vor keinen Trainer eingestellt. Wir haben mit sofortiger Wirkung, mit Stand heute, Kai als Manager verpflichtet, der jetzt mit mir gemeinsam in den nächsten Monaten und Jahren dafür garantiert, dass wir hier in der Region, sprich bei der HSG Aalen Hamm, Profi-Handball zum festen Bestandteil machen. Es ist ja jetzt in den letzten Tagen eine Menge passiert. Ich habe natürlich immer zu Franz gesagt, dass ich wirklich diese kurzfristige Entscheidung überhaupt erstens nicht mache, da stehe ich auch zu, und zweitens glaube, dass es einfach jetzt für den Verein, und da betone ich wirklich HSG Aalen Hamm, wichtig ist, die Strukturen einfach zu verbessern. Man hat in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass es da hinkt, dass sind auch sicherlich einige Dinge passiert, die aus dieser Situation hervorgerufen worden sind. Ich sag mal schon am Anfang der Saison, wo ich gesagt habe, naja gut, jetzt bin ich weg, jetzt bin ich gespannt, wie die Position da belegt wird. Und man hat einfach gesehen, dass erste Liga und auch zweite Liga einfach auch organisatorisch und strukturell auch dargestellt werden muss. Und ich glaube, dass da einige Fehler in der Hinsicht passiert sind. Es ist auch noch in 5 Jahren hier Leistungshandball gespielt wird. Und deswegen, hier geht es auch nicht um meine Person aus meiner Sicht oder nicht um Franz Dressel oder Bernie Recker, sondern es geht hier darum, um Aalen und Hamm, um diese Fusion jetzt wirklich auch, dieses Projekt nach vorne zu bringen und den Leistungshandball hier in dieser Region zu etablieren. Darum geht es und deswegen helfe ich da jetzt auch. Und da kann ich glaube, in der Hinsicht meinen Teil dazu beitragen, wo man ja auch sagen muss, auch in meiner Zeit als Trainer im letzten Jahr, wo ich beim ASV war, habe ich ja genau diese Dinge auch noch gemacht, die viele vielleicht ja gar nicht so gesehen haben, dass ich nicht nur Trainer war, sondern auch sehr, sehr viel auch im organisatorischen Bereich gemacht habe, was dann eigentlich ja von jetzt auf gleich weggefallen ist. Und die zweite Sache ist mit der Familie. Erstens bin ich da jetzt nicht raus, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich meine, das ist immerhin meine Frau und es ist ein Familienunternehmen. So, und es wird auch immer so bleiben und ich werde weiterhin auch noch für die Firma tätig sein. Also nochmal, Kai hat jetzt keine Forderung gestellt, hat gesagt, wenn das und das und das nicht passiert, dann mache ich das nicht. Wir sind sehr schnell auf den Punkt gekommen. Wir haben einfach gesagt, es muss ein hauptamtlicher Manager installiert werden. Die Aufgaben, die der zu übernehmen hat und die Ziele, die er hat, die sind eigentlich völlig klar, die sind eigentlich bei jedem Manager. Wir sind nicht gut aufgestellt, das muss man einfach so sagen. Wir konnten auch gar nicht gut aufgestellt sein, weil wir einfach vom Manpower her überhaupt gar nicht in der Lage waren. Ich muss noch einmal sagen, es ist ein Wunder, dass wir in der ersten Liga spielen mit den Strukturen, die wir haben.